So, wir können die Seilwinde rübernehmen. Das geht, glaube ich, schneller, als einmal außen rum zu laufen. Ja, die Seile nutzen. Alle ereignisgegebenen Dock ohne Zwischenfälle. Voller Erfolg. Sehr gut. So, und da ist Morena. What can I do? At once. Bide where you are, lovesome. Bleib, wo du bist, Herzchen. Well, regale me. Na, amüsier mich. Ich bin gekommen, um dir zu helfen. Hast gefallen für Captain Eldis. Ja, einen Schlag in den Mund verpassen. Kennst du Direo? Of course. He's my landlubbery contact in the gullet. Natürlich, dieser Landrat ist meine Kontaktperson im Schlund. Once he was a master sailmaker. Lots of Principy crews vied for him, but he lost his footing in the rigging one day. Er war einst ein Meister im Segelmachen. Viele Mannschaften der Principy haben uns seine Dienste gewetteifert, aber eines Tages verlor er in der Takelage den Halt. Dann? Das ist ein Fehler, den Seeleute nur einmal machen. He shattered both legs. Was Elia's mercy that he broke nothing more, but after that he lost his taste for the sea. Seine Beine wurden zertrümmert. Hela war gnädig, dass er nichts weiter gebrochen hat. Aber danach verlor er seine Liebe zum Meer. Now what makes you a pirate, lovesome? Weißt du, was einen Piraten ausmacht, Herzchen? Ein schwarzes Herz und unsägliche Gier nach Beute? Ich wette, du wirst es mir sagen. Den Kopf schütteln. Nehmen wir die sailing. Zwei. It's sailing what makes you a right pirate. Sure, plundering too. But leave the seas and you leave the Principy. Sie grinst. Segeln. Das Segeln ist es, was einen richtigen Piraten ausmacht. Klar, das Plündern auch natürlich. Aber verlasse die Meere und du verlässt die Principie. Aha. Vorante wäre da vielleicht anderer Meinung. Verstehe. Nehmen wir doch mal die Eiche. But Aldis wouldn't. And she's the only other captain what matters to me. Hey, aber Eldis nicht. Und sie ist die einzige andere Kapitän, die für mich you zählt. You don't see me flying Ferrante's flag now, do you? My loyalty lies with the new blood. The future. And the strength of the Principy. Du siehst mich nicht unter Forantes Flagge segeln, oder? Meine Treue geht im neuen Blut. Jetzt kommt der Stärke der Principy. Ja. Ich bin gekommen, um dir zu helfen. Hast gefallen für Kapitänin Eldis. She always has the most lovely and interesting sorts vying for her attention. Suppose me and you ain't so different in that regard. Sie hat immer die liebenswertesten und interessantesten Leute, die um ihre Gunst wetteifern. In dieser Hinsicht sind wir uns gar nicht so unähnlich. Die verrückte Morena lächelt wölfisch und zeigt einen Mund voller Zähne. Say I happen to have a fella wanting for a full shipment of crude luminous ardor, but I have no ardor to sell. Sagen wir mal, ich hätte einen Käufer für einen langen, hohen, leuchtenden Ardor, aber ich habe kein Ardor zu verkaufen. Loot me no less than 3 crates, and I'll be, let's say, better inclined to do you a favor. Plünder mir nicht weniger als 3 Kisten, da werde ich, sagen wir mal, eher geneigt sein, dir einen Gefallen zu tun. If you're a particularly daring sort, you might snatch it from under their noses. Wenn du besonders wagemütig bist, könntest du sie direkt unter den Nasen ihrer Besitzer wegschnappen. Them valiant trading Princocks have a stockpile of it in their mill in Queen's Berth. Diese Halunken von der Valianischen Handelsgesellschaft haben in ihrer Mühle am Ankerplatz der Königin ein ganzes Warenlager davon. Otherwise, you could raid them in shallow waters as they ship it in. Ansonsten könntest du ihn im seichten Wasser beuten, wenn du sie ihn auf ihren Schiffen hereinbringen. Gut, dann mach mal Platz für eine Ladung durch den Adra. Die Kapitänin grinst und ihr irrer Ausdruck fällt wie ein Schatten über ihr Gesicht. Ich gehe da mal besser. Sie nickt kurz und umwischt zum Abschied. Okay, Quest. Güter und Dienstleistungen, ja. Die verrückte Morena hat einen Käufer, der rohen leuchtende Ader zu Schwarzmarktpreisen sucht. Sie hat aber nichts davon auf Lager. Ihr zufolge hat die Valianische Gesellschaft leuchtenden Ader in ihrer Mühle im Ankerplatz der Königin gehortet. Ich könnte die 3 benötigten Kisten aus der Mühle stehlen oder die Schiffe der Gesellschaft auf See überfallen, wie sie den Ader aus Nikataka befördern. I'm here, absolutely.
Ich glaube, ich gehe lieber nachts in die Mühle rein und hol da den Adra raus. Watcher, I must object. Whatever plan you have to ingratiate yourself to these pirates cannot come at the cost of the company's luminous Adra Mill. Richtig, ich muss Einspruch erheben. Welchen Plan auch immer du dir ausgedacht hast, um diesen Piraten zu... um mit diesen Piraten zu intrigieren, er darf nicht auf Kosten der leuchtenden Adramühle der Gesellschaft durchgeführt werden. Entspann dich, ich habe nicht vor, aus der leuchtenden Adramühle zu stehlen. Gut, sie nickt, aber du kannst gleich das Misstrauen in ihren Augen erkennen, als sie ihren Blick abwendet. Ja, das Problem ist, ich werde mir dadurch wahrscheinlich Feinde bei der Valianischen Handelsgesellschaft machen. Haben wir dadurch wahrscheinlich bei der Graberstraße Pluspunkte holen. Vielleicht kann ich auch um Adra bitten. Ich sag's mal wirklich, ich habe eigentlich auch keinen Bock, von der Mühle zu klauen. Mir liegen solche Diebesaktionen eigentlich überhaupt nicht. Irgendwelche Piraten auszulöschen oder Sklaventreiber, um dem anderen eins auszuwischen, ja. Zum Schlund. Erstmal gucken, was ich in der Mühle erreiche. Vielleicht verkaufen sie mir auch einfach den leuchtenden Adra. Dann habe ich vielleicht ein Verlustgeschäft, aber habe einen Stein im Brett. Du stößt auf einen hektischen Stadtplatz. Okay. Das kühle Wasser der Stadtbahn von Ikataka versorgt reich wie arm. Doch die tatsächlich das Wasser schöpfen, haben einige unverkennbare Züge. Müde Gesichter von Mauern, Tragjoche von abgearbeiteten Schulden getragen, sowie zerfetzte Roparolumpen. Sei es, dass man für sich selbst oder für einen Meister Wasser holt, jeder wartet in der langen Schlange, um einen Eimer frisches Wasser zu ergattern. Dich mit den Einheimischen unterhalten. Die Roparo, seit langer Zeit daran gewöhnt, Hochgestellte zu ignorieren, schenken dir kaum Beachtung und bemerken erst mit Verzögerung, dass du sie ansprichst. Einer von ihnen, eine alte Frau, blinzelt dich mit dunklen Augen an. Ihr Kehrwort, das es sagt, nämlich ihre ständig Geschichten über dich. Man erzählt sich, dass du ein guter Mensch seist, gesellt sich ein junger Mann dazu, ganz im Gegensatz zu so vielen anderen Fremden. Ein Kind kraft nach deiner Hand. Während sich das Gemurmel aufschaukelt, löst sich die Menge zwischen dir und dem nunmehr blubbernden Brunnenmund auf. Eine schwarze Flüssigkeit quillt aus den Ritzen zwischen den Steinen hervor. Jemand aus der Menge schreit. Ein Dreckmann der Roparo-Kasse schreitet vor. Seine Stiefel haben mehr Flingen als Leder, aber seine Pümpel ist so lang, dass er in einer Formation Pikiniere nicht auffiele. Er steckt eine Hand in Richtung der Menge aus, der das Blut in den Adern gefriert. Nur die Ruhe, Kehrer. Wofür flieht ihr denn? Ich reinige immer diese. Er blinzelt, als der wallende Amphore Schleim aus dem Mund herausblubbert. Zittert tritt er einen Schritt zurück. Hau ab, ich mach das schon.
Der Mauer lässt seinen Pümpel fallen und rennt weg, was mit seinem schäbigen Stiefel ziemlich unbeholfen aussieht. Du drehst dich um und siehst einen zweiten Stamm aus dem Brunnen spritzen, wobei er die Winde des Brunnens abreißt und die Steine der Grube in eine Richtung fliegen lässt. Zu mir, Bürger. Der Dreckmann und die Menge laufen zu dir in Sicherheit. Die Form des Mobs ist gallertartig, als er sich hinter dir sammelt. Hinter dir kräuseln und teilen sich die Schleime. Jede kleine Kreatur fällt wie eine verfaulte Traube von der Rebe. Während sie auf dich zurollen, sammeln sie Dreck an. Der Menge hinter dir stockt der Atem und sie weicht zurück. Du machst dich bereit. Yay, Schleime töten für die Öffentlichkeit. Bin ich schon wieder Kammerjäger oder was? Dafür, dass sie eigentlich aus dem Brunnen gekommen sind, sind sie überall verteilt, hä? Aber ja, das ist cool auf jeden Fall, das Gewehr. Oh. Nein, das war's noch nicht ganz. Und ja, ich finde das Skelett von Tekeo eigentlich recht klasse. I'd be glad to. So, war's das schon? Scheinbar. Yay. Dann weiter zum Ankerplatz. So, da sollten wir eigentlich auch gleich bei der Adra-Mühle sein. Und wenn wir zu Geschäftszeiten reingehen, müssten wir vielleicht auch Adra kaufen können. Ganz ehrlich. Here you are again. Ah, du bist da bist du What ja wieder. Business brings you to my mill? Was will ich zu meiner Mühle? Ich will raffinierten leuchtenden Adler. I need a large country estate and several handsome women to fan me with palm fronds. Ha, ich brauche ein weiträumiges Anwesen auf dem Land und eine scharfschöne Frau, die mir mit dem Peilwedel Luft zu fächern. It is good for the heart to dream impossible dreams, yes? Es ist gut für die Seele, auch mal unmögliche Träume zu haben, ja? Sie nickt jetzt kurz zu und lacht, dann stehen sich hinein, ihre großen Ohren zucken. The Adra belongs to the Valian Trading Company, amico. Unless you plan to open a bathhouse to rival the one in Periki's Overlook, we will take no orders from you. Der Adra gehört der Alianischen Handelsgesellschaft, amico. Solange du nicht vorhast, ein Badehaus wie jedes in Periki's Aussichtspunkt zu eröffnen, nehmen wir keine Bestellungen von dir an. Kannst du keine Ausnahme machen? Das kann ich nicht. Du hörst kein Bedauern in ihrer Stimme. Wohl. Guten Tag. Ja, ich kann halt leider nicht hier direkt klauen. Hey. Und wenn ich lüge, dann bin ich wieder garantiert zwielichtig, oder? Ah, what business? It is good. Ja, ja. Adra belong. Ihre Ohren zucken mit kaum verhundertem Interesse. Seraphim grinst, die Hände gegen die Hüfte gestellt. Your price is 1500 copper. We only sell it by the crate. How many shall I book you for? Dein Preis beträgt 1500 Kupferstücke. Wir verkaufen nur kistenweise. Wie viele Kisten willst du? That will be 4500 copper. Das macht 4500 Kupfer. It hier bitte. It is a rare pleasure to meet someone whose coin purse is as large as their mouth. Ein seltenes Vergnügen, jemanden zu treffen, dessen Geldgröße so groß ist wie seine Klappe. Sie grinst von einem büscheligen Ohr zum anderen.
Dann leb wohl. Good day.